Ja, noch kann man nicht sagen, ob diese Partie hier von Erfolg gekrönt ist. Meine Ausgangsposition, denke ich, ist mittelmäßig. Scheint ein riesiger Kontinent zu sein. Wie gesagt, man hat hier schon sehr viel Kontakt mit anderen Zivilisationen, was ja nicht immer so gut ist. Weil es wird dann ganz schnell mal neidisch rübergeguckt. Und plötzlich kommen die hier mit zig Armeen. Ich brauche noch mehr Einheiten. Eine habe ich ja überflüssigerweise da oben jetzt verloren. Ja, aber die Bogenschützen, die sind sehr, sehr gut. Also, das hat schon was. So, gucken. Das hat er schon. Ja, da wollte er dran vorbeihüpfen wahrscheinlich. Ich gehe mal erstmal weg mit dem. Ήκουσα σε πρέποντα Θεσσαλοτρίας ομιλίας με δείξας. Μη Wichsers. Ja, genau. Nie Wichsers. Das finde ich gut. Da gehe ich doch drauf ein. So. Verlangt die Ressource Kakao? Naja. Was sie verlangen und was sie kriegen, ist nicht immer das Gleiche. Okay. Ich greife einfach mal an. Weil die Bogenschützen sind nicht besonders stark. Wenn ich ihn gleich aufmöbeln kann, habe ich Glück gehabt. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Und das ist mein Glück. Selbstheilung und Angriff. Manchmal ist Angriff die beste Verteidigung, weil ich komme hier nicht weg mit denen. Ne? Ich kann hier immer nur einzelne Schritte gehen hier im Dschungel. Und die Bogenschützen, die würden mich hier glatt machen. Also greife ich an, was soll's. Mehr als verlieren kann ich die Einheit nicht. Ja, wird ein bisschen knapp. Ja. Mal gucken. Vielleicht hat er ja Glück. So, ich nehme den Schrein. Ja. Wird aber langsam Zeit, dass ich am. Naja, wenn Chaka das sagt, dann nehmen wir das mal an. Kann man ruhig machen. Bringt auch ein bisschen Gold. Ja, da hat er Pech. Da hat er Pech. Ist ja ein Vorteil, dass die Barbaren sich gar nicht selbst heilen. Aha. Kommt schon wieder welche angedackelt. Politik. Jetzt wähle ich doch mal die Unabhängigkeit. Okay. Das Rad, das ist gut. In Reichweite? Nö. So, mit O. Schauen wir mal in den Technologiebaum. Ja, wir nehmen Mathematik, damit wir nach Klassik kommen, glaube ich, war das. Nach oben. Ja, von da unten nähert sich auch schon was. Ja, wie gesagt, man kann bei einigen Partien so ein Pech haben.
dann hat man nur noch mit Barbaren zu tun. Da ist man, man kann nicht expandieren, man kann nichts großartig erforschen. Da kommt eine Barbarenhorde nach der anderen. Und wie gesagt, und gerade zu Anfang, das gucke ich mir dann 30 Runden an. Und wenn ich merke, ich werde da nichts mit den Barbaren, weil abschalten möchte ich sie nicht, die gehören irgendwie mit dazu, dann darf man keine Hemmungen haben. Keine Hemmungen haben, eine neue Partie zu starten. Und das habe ich auch nicht. Ja, dann ist das eben so. So, da wollen wir mal reinpreschen. Attacke, Leute. Genau, da wird das Pferd. Ja. Ach so, da waren sie schon weg. Auch gut. Ne? Solange man sie so noch im Zaum halten kann, ist gut. Aber ich vermute, dass hier noch eine ganze Menge... Da klingelt die Kasse, dass da noch... auf jeden Fall Barbarenlager in der Nähe sind, um die man sich auch kümmern muss. Weil sonst bringen nämlich... Ah, da ist ein Stadtstaat. Was haben wir da? Da muss man Bogenschützen machen. Ein Problem nachher. Sophia! Sonst schicken wir nachher die Karawanen hier los und die sind überall noch Barbarennester, so wie da, wo man sieht man schon. Und die plündern natürlich sofort wieder die Route. Wunder bauen können wir noch nicht. Ah, da oben ist einer. Und sogar noch ein Ruinchen, auch gut. Jawohl, fortgeschrittene Waffen, okay. Technologie wäre mir ja fast lieber. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Die Ruinen sind da per Zufall. Ja, ja, da habe ich schon Kompositbogenschützen, genau. Schießen wir nochmal rein. Ja, auf der Seite muss ich auch unbedingt noch eine Stadt haben. Ach, Zivilisation ist einfach geil. Das ist... Es macht immer wieder Spaß. Das Einzige, was mir am Arsch vorbeizieht, ist ja der neueste Ableger, 6. Also gespielt habe ich ihn noch nicht. Aber nach alles, was ich da gesehen und gehört und an Kritiken gelesen habe. Ja. Also das geht doch besser. Ne? Und warum diese Comic-Look-Grafik? Ne? Also, oh! Das goldene Zeitalter, ja. Sehr schön. Aber so eine Partie, ja, da kann man auch so viele Stunden verbringen mit Zivilisation. Ich weiß noch früher, also... Da zeigte mein Haushalt schon erste Anzeichen von Verwahrlosung. Da hat man alles vergessen. Die Mathematik ist Tor und Schlüssel zu den Wissenschaften.
Ja, Mathematik. Willkommen in der Klassik. Sehr schön. Das ist wichtig, dass man diese Punkte erreicht und möglichst als Erster. Kabul wird angegriffen, ja. So, jetzt mal überlegen. Ich nehme mal das Wunder in den Gärten. Weil die Wunder zu bauen bringt nicht nur viele Vorteile, sondern oftmals auch wissenschaftliche Überlegenheit. Das darf man nicht außer Acht lassen. Man hat nicht immer die Zeit, Wunder zu bauen, und die KI ist so eingestellt. Einige bauen Wunder wie am Fließband, ne? Und da denke ich mir manchmal auch, wie machst du das eigentlich, dass du militärisch so stark bist, dass du dein Gold und alles so in die Waage halten kannst und hast dann noch Zeit, da die Wunder zu bauen? Da denke ich auch, das ist doch Schummelei. Jawohl, da wollen wir auch mal fortschreiten. So langsam müssen wir auch mal an Baueinheiten denken. Aber ich wollte eigentlich gern hier oben eine Stadt hinsetzen. Ja. Ja. Kann man nachher, auch wenn das hier so ein bisschen wüstenmäßig ist, da kann man nachher schöne Goldproduktionsdinger bauen. Gleich fertig. Ist er schon? Das ist gut. Den lassen wir doch mal oben. Lassen wir ihn ja auch mal in der Nähe, weil rücke ich hier mit meiner Kampfeinheit zu weit weg, dann kommen irgendwann wieder Barbaren und dann stöhnen die mich wieder hier. Das ist nicht gut. So. Frachter kann das schon bauen. Ja. Ach, wir nehmen da mal einen Bautrupp. Apropos, ich glaube, ich kann schon einen kaufen. Ich bin ja im Plus. Ich kaufe da mal einen. So. Eine Runde gespart. Weil das Wunder braucht hier ein bisschen länger. Aha, der Japaner hat jetzt auch Klassik erreicht. Das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ich gehe auf Automatik. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwas Besonderes vor, aber das ist immer Blödsinn. Ne? Da einen Bauernhof, das macht er von alleine. So, den lasse ich da mal stationiert. Ja, ihr merkt schon. Wer ein gutes Buch vernichtet, tötet die Vernunft. Da ist was dran. Ne, ihr merkt schon, ich mache Züge, da braucht man irgendwann nicht mehr so lange nachdenken, weil man hat so eine Grundstruktur wie beim Schach im Kopf. Ne? Und da gibt es eben unterschiedliche Strategien. Und einer, der meine Partie sieht, wird vielleicht sagen, das hätte ich aber so und so gemacht. Ne? Es gibt eben 1000 Varianten, und das ist ja eben das Interessante daran, dass viele Wege nach Rom führen. Ne? Ne, darum brauche ich jetzt nicht nachdenken, oh Gott, was mache ich jetzt? Ne, das mache ich nur bei besonderen Situationen. So, Moment, lass uns nochmal in das Bäumchen gucken. Gut, als nächstes wäre Währung, aber 21 Runden, das ist zu viel. Und ich brauche sowieso die anderen Runden, um hier weiterzukommen. Ich nehme Steinmetzkunst. Da können wir dann noch später eine Stadtmauer bauen. Und Herr Jimine, ich muss gleich zur Arbeit. Die Zeit rennt und man denkt immer, man hat so viel Zeit. Man hat gar nichts, hat man irgendwie.
Darum werde ich an dieser Stelle auch mal Pause machen, bevor ich nachher noch meinen Bus verpasse. Ja, wenn sich der ein oder andere gut unterhalten fühlt von meinen Videos, dann freue ich mich natürlich. Ich mache diese Let's Plays übrigens nur wirklich einfach Lust an der Freude und einfach aus Spaß. Ne? Eine große Fangemeinde habe ich noch nicht und werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Aber wie gesagt, wenn der eine oder andere sagte, Mensch, da kann ich was mit anfangen oder gefällt mir zuzuschauen, dann freue ich mich. Ich habe ja auch schon einige andere Let's Play-Projekte aktiv und abgeschlossen und ich wollte einfach mal gucken, ob mir das so gefällt. Ja, und das waren lauter Container von draußen übrigens. Bevor mir noch die Decke auf den Kopf fällt, sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. So. Und da wird hart gearbeitet. Ich habe bei den Aufnahmen so gehört, ich finde ja, dass mein neues Headset so ein bisschen dumpfer klingt als mein altes. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Vielleicht kann man das auch noch irgendwo einstellen. Auf jeden Fall ist das wesentlich komfortabler als mein altes Logitech. Das ist ja schon halb auseinandergefallen. Ja. Zivilisation. Vormittags zocken bis in die Nacht hinein und dazu Kaffee. Das ist das Beste, was es gibt. Ja. Wollen wir hier weitergehen? Gefällt euch meine Partie? Ist das in Ordnung so? Ist das interessant für irgendjemanden? Ich weiß, da sind schon so viele Videos von rausgekommen. Aber ehrlich gesagt, ich bin gegen. Sowieso gegen diesen Mainstream und Shitström, wie das immer so schön heißt. Das ist, ich mache das einfach so und wenn es ein paar Leuten gefällt, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Es ist ja, Gott sei Dank, niemand gezwungen bei YouTube sich irgendetwas anzugucken. Ne? Das steht einem frei. Wir sind freie Menschen. Halbwegs. So. Die sind hier schon im Süden. Den lasse ich mal weiter automatisch erkunden. Was soll ich da rumklicken? Das ist so Blödsinn. Mäh, genau. Die Geräusche sind auch immer geil. Da ist Tokio. Der Japaner hier unten. Unsere gute Miwixas ist im Osten, Südosten. Ja, wie gesagt, ne, Theodora, die baut meistens nicht so viel. Dafür baut sie große Metropolen. Das ist so meine Erfahrung, die ich so gemacht habe in meinen Partien. Wieder eine Runde weiter. Zeus. Statue wurde von den Japanern gemacht, ja. Glücklich seid ihr, da eure Mauern schon wachsen. Die Mauern wachsen, ja. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. So. Technologiebaum, ja. Ich nehme mal als nächstes. Ach, ich nehme erst Bronzeverarbeitung und dann Bauwesen, ja. Ja, sehr viel Grün auf der Karte, aber wenn ich das so sehe, relativ, da ist Silber, relativ wenig Metalle. Alles schöne Grünflächen und überall wächst das gleiche, Baumwolle. Aber ist egal. Luxusartikel sind Luxusartikel. Ne? Da ist noch Marmor. Das sieht so nach einem Wunder hier aus. Antwerpen wird angegriffen. Ja, das kommt
in den besten Stadtstaaten mal vor. Öffentliche Erklärung, Japan. Kabul steht unter seinem Schutz. Okay. Ah ja, der erste Pirat. Ja, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Also die können eigentlich mal aus der Stadt raus. Da ist ja jetzt schon ein Bogenschütze. Flix. Noch 3 Runden bis zum Wunder. Hoffentlich kriege ich das durch. Ja. Ist er noch in Reichweite? Nö. Dann können sie wieder in Bereitschaft gehen. So. Bananen wachsen hier auch. Das ist gut. Dort hinein ging Hektor, der Göttliche. Und in der rechten trug er den Speer. 11 Ellen an Längen und vorn an dem Schafte blinkte die bronzene Schärf, umlegt mit goldenem Ringe. Ah ja, vom Homer. Nicht zu verwechseln mit Homer von den Simpsons. Nein, der ist damit nicht gemeint. Homer war so ein griechischer Philosoph gewesen. Der hat auch die Geschichte geschrieben, ja, von Odysseus Reisen. Eigentlich sehr interessant, wenn man sich damit geschichtlich beschäftigt. Und er kommt zurück. Na gut. Schildwall! Boah. Schiffe versenken, das ist immer schön. Forschung, habe ich gesagt, Bauwesen wollte ich als nächstes, ne? Ja, mache ich auch. So. Sophia. Jawohl. Hängende Gärten, das ist schön. Kostenlosen Garten, ja. So, das ist doch fein. So, hier wieder Bereitschaft. Da kommt. Automatisch. Ja. Kann ich eigentlich noch ein Wunder machen? Oh ja. Große Bibliothek, das wäre sehr vorteilhaft. Ja, man muss mal aufpassen mit Gebäudebau am Anfang, weil die kosten Gold. Ne? Und man sieht ja hier schon, es geht schon ins Minus hinein. Ja, Karawane, lohnt sich das? Habe ich überhaupt was in der Nähe? Ich nehme eine Karawane. Egal. Wenn ich nichts in der Nähe habe, dann vielleicht kann ich mit den Japanern was machen. Mal gucken. Gehen wir mal. Handeln mit den Japanern wäre auch nicht schlecht. Aber erstmal gucken, ob da auch keine Barbaren rumlungern. Malakka! Sehr schön. Stadtstaaten sind eigentlich immer gut. Es lohnt sich auch meistens gar nicht, die zu erobern. Es ist eigentlich lukrativer, wenn man mit dem befreundet ist und Handel betreibt und so. Habe ich eigentlich offene Grenzen mit den Japanern? Muss ich mal gucken. Politik einführen, ja. Erhöht sich um 25%. Das ist eigentlich ganz gut, ja. Mache ich auch. Genau. Geh mal auf Automatik. Ihr wisst schon, was zu tun ist. Osaka. Oh, das ist gar nicht schlecht.
Ja, genau, hat der Speer gleich das Lager geholt. Ich will nur mal gucken. Oh. Oh, Toranagosama. Machen wir mal. Haben wir offene. Ach Chantokido. so. Wollen wir eine Botschaft noch nehmen? Kann ich noch keine? Ach so. Mal sehen. Inakzeptabel. Was will er denn? Sumane. Izure mata no kikai ni demo. Will er nicht. Na gut. Macht nichts. Ah! Aletta! Jetzt entpuppen sich langsam die ganzen Stadtstaaten. Ah, es scheint so ein großer Kontinent zu sein. Ach, du Elend, ja. Hat mir einer das Wunder weggeklaut. Das ist natürlich. Ah, nämlich die Pyramiden schnell. Schade, die große Bibliothek hätte ich gern gehabt. Aber ich sag ja. Der Computer mogelt. Ne? Die bauen manchmal Wunder, wenn du da abgehängt bist, wie am Fließband. Und ihr seid fleißig, sehr gut. Da kommt gleich eine Karawane. Bauwesen auch sehr wichtig. Mal gucken. Ah, gut. Genau, wollen wir mal gucken, wie die Reichweite ist. Sophia. Ich nehme den Japaner. So. Glauben, braucht man das schon? Ich nehme noch eine Karawane. Das da mal goldtechnisch auch zu meinen Gunsten geht. So. Bauwesen haben wir als nächstes wäre. Währung ganz gut. Omilias. Miviksas. Ja, das ist gut. Miviksas ist immer gut. Ich finde die Theodora, die ist doch geil. So. Da unten straucheln schon wieder Barbaren herum. Ah. Die Bogenschützen gehen immer weg wie Butter. Gute Fernkampfeinheit, aber im Nahkampf, naja, ist auch eigentlich logisch, ne? Aber die haben ja auch hier schon. Ah, siehst du, da entstehen schon wieder welche. Das ist natürlich. Die sind schon gefährlicher, Speerkämpfer. Die sind schon gefährlicher. Aber der Japaner mischt sich auch ein bisschen ein. Das habe ich mir fast gedacht. Hab ich mir fast gedacht, ja. Da müssen wir uns zurückziehen. Hilft alles nichts, wenn ich die Einheit noch ein bisschen behalten will. Und verfolgen mich, das kann doch nicht wahr sein, ne?
Ah, gut. Hilfe aus Tokio ist immer gut. Ja, die können zwei Züge gehen. Na gut. Ist nicht so schlimm. Immerhin haben sie ja noch das Barbarengold mitgenommen. Ah! Die Pyramide in Washington. Ja, hier wird die Geschichte wirklich neu geschrieben. So, Bautrupp. Schon wieder im Minus. Das gefällt mir gar nicht. Ich nehme vorher mal einen Bogenschützenwagen. Auch mal aktivieren. Jawohl. Gut, gut. Sansibar. Ein Barbarenlager. Das ist aber störend da. Das ist störend. Dann ist hier meine Karawanenroute auch in Gefahr. Wo wollen die eigentlich hin? Der Bautrupp. Das habe ich ja fast gedacht. Ja, der muss mal hierher. Siedler. Zivilist, ja. Das war mein Bautrupp, der gefangen genommen wurde. Mal sehen, vielleicht kann ich den noch retten. Du schießt mich hier einfach, du. Saubande. Ah! Eine Einheit geschenkt bekommen. Von Valletta. Das ist aber nett. So. Können wir auch gleich mal einsetzen. Ha? Warne. Sofia, denn die nördliche Route ist ein bisschen sicherer. So. Ja, kostet viele Runden. Aber Bibliothek ist wichtig. Genauigkeit. So, den lasse ich mal in der Stadt. Ήκουσα σε πρέποντα Θεσσαλοτρίας ομιλίας. Μη δείξας. Aber selbstverständlich, gnädige Frau.
Hab gehört, freundschaftliche, ja, ist auch mit dem befreundet. Das freut mich. Leider bedeuten Bündnisse lieber Brot und ein glückliches Herz als Reichtum und Verdruss. Da ist was dran. Wieder sehr kluge Sprüche. Leider bedeuten Bündnisse überhaupt nichts. Das kann sich so wandeln. So. Mit. Oh, jetzt brauche ich auch mal die kleineren Forschungen. Oh! Theodora gibt Feuer. Na, das ist ja geil. Sehr schön. Ich will ja auch hier meinen Bautrupp wieder haben. Was ist da oben los? Schon wieder. Ja, an meiner Küste sind Sandbänke. So, da ist der Siedler. Ja, er zeigt mir immer noch das an. Ach, das ist mir einfach zu weit weg. Das ist der Beschiss. Ist mir einfach zu weit weg. So. Bibliothek.